Lavdelic ist der beste Entwickler, von dem ihr nie gehört habt. Gegründet von mehreren Squaresoft-Mitarbeitern Mitte der 90er, produzierte das kleine Studio drei völlig einzigartige Spiele, die es leider nie in den Westen geschafft haben. Obwohl zumindest ihr Erstlingswerk Moon, das als eine der großen Inspirationen für Undertale gilt, erscheint sehr bald auch in englischer Sprache für die Nintendo Switch. Viele der Entwickler von Lavdelic hatten an Klassikern wie Chrono Trigger oder Super Mario RPG gearbeitet und wollten in Moon aktiv mit den Klischees des Genres spielen. Ein Team aus frühen Rebellen, die den bereits damals festgefahrenen Strukturen entkommen wollten und eine Art Anti-Rollenspiel erschufen. Während man in den ersten Minuten von Moon noch ein klassisches JRPG verfolgt, wird der eigentliche Avatar vor dem Bildschirm des fiktiven Videospiels plötzlich in dessen virtuelle Welt gezogen. Dort erwarten euch keine Monsterkämpfe, da diese bereits vom Helden des Spiels ausgerottet wurden. Stattdessen müsst ihr die Wünsche der Bewohner erfüllen, bei denen es sich manchmal auch um die Folgen fehlgeleiteter Handlungen jenes Helden dreht. Auf diese Weise versucht das Spiel, die Tropes des Genres aufzugreifen und vor allem der Welt mit ihren Bewohnern eine gewisse Tiefe einzuflößen. Auch die anderen beiden Spiele von Lavdelic, UFO sowie Lack of Love, befassen sich mit ähnlichen Themen und es geht immer mehr darum, anderen Personen oder Kreaturen zu helfen, statt seine Ziele durch irgendeine Form des Kampfes zu erreichen. Leider löste sich das Studio nach den ersten drei Spielen wieder auf, was jedoch zur Gründung anderer Firmen führte, die allesamt ähnliche Philosophien in ihren Spielen verfolgten und, wenig überraschend, oft mit Nintendo zusammenarbeiten sollten. Während Skip zum Beispiel das fantastische Chibi-Robo entwickelten, erweiterte Vanpool unser kollektives Verständnis von Spielen mit den seltsamen Tingle-Abenteuern für den DS. Punchline war ein weiteres Studio, das nach dem Zerfall von Lavdelic aus dessen Asche hervorgehen und für Sony PS2-exklusive Titel entwickeln sollte. Ihr erstes Spiel, Tulip, hielt sich wenig überraschend an die in Moon etablierten Strukturen. Doch für ihr nächstes Projekt wollte Sony Japan etwas anderes, das komplett aus dem Muster aller Lavdelic-Alumni fällt. Survival Horror. Somit begannen die Arbeiten an einem Titel, der sich von düsteren Brüder Grimm-Märchen, einem Zeppelin-Absturz sowie sozialen Hierarchiestrukturen inspirieren ließ. Ein Spiel, das zwar schnell den Status eines Kultklassikers erlangte, aber leider auch das Ende des Studios besiegelte. Der Name: Rule of Rose. Rule of Rose ist hauptsächlich für eine Sache bekannt: seinen Preis. Ich habe während der Produktion dieses Videos immer mal wieder auf eBay nachgesehen und Leute zahlen im Schnitt zwischen 200 bis 300 Euro für die westlichen Versionen des Spiels, was ein wahnsinniger Betrag für einen PS2-Titel ist. Habe ich übrigens schon meinen Patreon erwähnt? Und bevor mir jetzt die ersten Klugscheißer in die Kommentare springen, ja, ich weiß, dass die PAL-Version von Deep 4 teils für leicht höhere Summen verkauft wird und technisch gesehen somit das teuerste Horrorspiel der Welt ist. Allerdings kann ich eine japanische Kopie für bereits 10 Euro bekommen, während die japanische Version von Rule of Rose mittlerweile an der 150-Euro-Marke kratzt und ich somit auf alle Varianten bezogen Rule of Rose eben als das teuerste Horrorspiel ansehe. Hey, es tut mir leid, aber ein wenig muss ich ja das YouTube-Spielchen mitmachen und das zweitteuerste Horrorspiel der Welt klickt sich eben nicht. Jedenfalls liegt der Preis von Rule of Rose in seiner Seltenheit begründet. Als später PlayStation 2-Titel von 2006 sah es ohnehin nicht sonderlich gut für das Spiel aus, da sich alles um die bereits im November erscheinende PS3 drehte. Und dann sprang Sony als Publisher für den Westen ab. Laut Produzent Yuya Takayama lag es am düsteren Setting des Spiels, was Sony nicht mit ihrem Brand-Image vereinen konnten. So wurde Rule of Rose in Nordamerika letztendlich von Atlus veröffentlicht, die damals sehr geringe Ressourcen und somit auch kein Geld für einen großen Marketing-Push besaßen. Aber wenigstens wurde es dort veröffentlicht. In Europa braute sich derweil ein kleiner Shitstorm zusammen. Kurz vor dem geplanten Release im November 2006 tauchten Gerüchte über die Gewaltdarstellung im Spiel auf. Zwar konnte ich keinen genauen Ursprung dafür finden, jedoch gab es im italienischen Magazin Panorama einen Artikel, der dem Spiel explizite Gewalt an Kindern und Tieren vorwarf. Der damalige Europäische Unionskommissar für Justiz Franco Frattini wollte das Spiel sogar in ganz Europa bannen und verlangte zudem eine Schärfung der allgemeinen
Digi-Kontrollen. Auch in Polen sowie Frankreich gab es offizielle Forderungen nach einem Verkaufsverbot, während britische Zeitungen diffamierende Texte über den Inhalt des Spiels veröffentlichten. Letztendlich zog der europäische Publisher 505 Games die Reißleine und entschloss sich dazu, Rule of Rose in den meisten Ländern nicht mehr zu veröffentlichen. Selbst in Australien schaffte es der Titel wegen einer ähnlichen Kontroverse nie in die Läden. Und das, obwohl Rule of Rose bereits eine PEGI-Einstufung von 16 erhalten hatte. Selbst die USK gewährte dem Titel eine offizielle 18er-Freigabe. Dennoch kam es bei uns nie zu einem offiziellen Verkauf. Wo genau das Spiel tatsächlich verkauft wurde, ist übrigens aus heutiger Sicht nur schwer nachvollziehbar. Obwohl Wikipedia weiterhin den 3. November 2006 als Release-Datum für Europa listet, konnte ich lediglich auf der französischen Amazon-Seite ein offizielles Datum finden, das den 2. Februar 2007 nennt. Dass ich der Sache nicht zu 100% auf die Schliche gekommen bin, sollte aber zumindest die Rarität des Spiels verdeutlichen. Gerüchte und der Einfluss verlogener Politiker, die das Spiel nie selbst gespielt haben, führten zur sehr geringen Auflage der PAL-Version. Zusammen mit den ebenfalls eher schwachen Verkaufszahlen in Nordamerika ergab sich damit recht früh im Lebenszyklus von Rule of Rose ein horrender Preis am Gebrauchtmarkt, der durch den hohen Kultstatus nur weiter anstieg. Aber verdient Rule of Rose überhaupt seinen Status oder ist es bloß einer von vielen mittelmäßigen Horrortiteln? Well, we're waiting. So ganz einfach ist es nicht. Ich liebe Rule of Rose und behaupte, dass es eine bis heute einzigartige Erfahrung ist, die selbst 13 Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung nicht an ihrer Wirkung verloren hat. Schließlich war es auch mein erster Durchgang. Gerade die umwerfenden Zwischensequenzen können problemlos aktuellen Spielen das Wasser reichen. Und dennoch solltet ihr mein Lob mit Vorsicht genießen, weil sich viele von den teils gravierenden Schwächen sehr frustrierend anfühlen können. Aber gehen wir zunächst einen Schritt zurück und befassen uns mit der eigentlichen Handlung. In Rule of Rose übernimmt ihr die Rolle der 19-jährigen Jennifer, die während einer nächtlichen Busfahrt von einem kleinen Jungen zum Ausstieg motiviert wird und kurz darauf ein scheinbar verlassenes Waisenhaus findet. Nachdem sie dem Jungen zum Dachboden folgt und dort auf einen seltsam zeremoniell eingerichteten Raum trifft, wird sie aus unerfindlichen Gründen von einer Gruppe Kinder in einen Sarg gesperrt und wacht kurze Zeit später an Bord eines Zeppelins auf. Hier beginnt das eigentliche Spiel und Jennifer muss in jedem Kapitel einen bestimmten Gegenstand zum Red Crayon Aristocrat Club bringen, einer mit klarer Hierarchie versehenen Gruppierung der Waisenhauskinder. Falls das alles etwas verwirrend wirkt, braucht ihr euch keine Sorgen machen. Rule of Rose will sich, wie viele andere Genrevertreter auch, erst gegen Ende der Handlung verständlich machen und arbeitet außerdem auf einer rein metaphorischen Ebene. Ihr braucht also nicht fragen, warum sich Jennifer vor Kindern fürchtet, warum diese überhaupt ihren Namen kennen oder weshalb Räume des Luftschiffes wie Teile des Waisenhauses aussehen. Dafür gibt es keine logische Erklärung. Sämtliche Geschehnisse spielen sich allein in Jennifers Kopf ab, weil sie dadurch ihre eigene Vergangenheit verarbeitet. Mit dem übertriebenen und offensichtlich surrealen Setting machen die Entwickler ihre Intention für den Spieler deutlich, auch wenn viele Aspekte selbst nach dem Abspann unklar erscheinen und zusammengepuzzelt werden wollen. Vielleicht gibt es deswegen eine überraschend intensiv arbeitende Fan-Community, die alles in einem detaillierten Wiki zusammengetragen hat. Dieses Sammelbecken an verbreiteten Informationen hat mir vor allem dabei geholfen, die verschiedenen Thematiken von Rule of Rose zu verstehen. Obwohl alles im Spiel auf einer abstrahierten Form stattfindet, beschreibt es dennoch reale Geschehnisse, deren Hintergründe bis heute nur von sehr wenigen Spielen behandelt werden. Beispielsweise existieren Andeutungen von sexuellen Missbrauchs durch Hoffman, den Leiter des Waisenhauses. Als er eines der Mädchen versehentlich schwängerte, führte er sogar selbst die Abtreibung durch. Rule of Rose wirft euch dabei niemals explizite Szenen entgegen, sondern eher Interpretationen dieser Handlungen aus Sicht eines Kindes. Es behandelt diese Thematiken aber ohne versehentlich voyeuristisch zu sein. Stattdessen versucht es, den Einfluss des psychologischen Traumas im Verhalten der Charaktere abzubilden. So zeigt Diane Ängste vor dem Erwachsenwerden, weil sie die Reife ihres Körpers mit den sexuellen Übergriffen Hoffmans verbindet und dies aktiv an den verschiedenen Mitgliedern des Clubs auslässt. Allgemein wirkt die
Aggressivität der Kinder, gerade gegenüber Jennifer, äußerst verstörend, obwohl sie sich im Kontext der Situation immer passend zu ihrem Alter verhalten. Punchline haben für die Recherche absichtlich europäische Kinder beobachtet, um die Charaktere in Rule of Rose realistisch zu gestalten. Und gerade diese Realität erzeugt den Horror des Spiels. Vor allem, da die Gewalt ausschließlich gegen Erwachsene, wie eben Jennifer, gerichtet wird. Wenn man sie als Bestrafung in einen Sack steckt, in den die Kinder nach und nach verschiedene Insekten schmeißen, ist die Wirkung der Folter auf den Zuschauer noch größer, da die normale Power-Dynamik umgedreht ist. Laut Aussage des Directors Shuji Ishikawa war genau dies das Ziel des Spiels. Gratulation, würde ich sagen. Splendid work, Jennifer. You are no longer a wretched peon. Weniger gratulieren sollte man dagegen dem redundanten Spielablauf. Wie bereits erwähnt, ist es Jennifers Aufgabe, in jedem Kapitel einen bestimmten Gegenstand zu finden, wofür verschiedene Bereiche des Luftschiffes erkundet werden müssen. Zwar ist das Spiel recht clever darin, die einzelnen Gebiete so abzustecken, dass man in jedem Abschnitt immer nur ganz bestimmte Bereiche erkunden kann, dennoch lässt sich durch die kleine Fläche eine gewisse Repetition nicht vermeiden. Gerettet wird Rule of Rose eher durch die bleibende Einzigartigkeit innerhalb der Struktur. Allein das Setting und die Tatsache für einen Haufen Kinder, die übrigens den realen Klassenkampf unserer Gesellschaft abbilden, banale Sachen wie einen Schmetterling oder verloren gegangenen Teddybär zu finden, während groteske Monster in unterschiedlichen Kostümen attackierend an jeder Ecke warten, werten die Erfahrung deutlich auf. Zumal Jennifer das Abenteuer nicht allein beschreitet, sondern von ihrem treuen Hund Brown begleitet wird, den sie zu Beginn des Spiels rettet. Er ist für die Progression von essentieller Bedeutung, denn Brown kann fast jedes Item im Spiel beschnüffeln, um dessen Fährte aufzunehmen. Entweder von storyrelevanten Objekten, die euch zum nächsten Punkt der Handlung führen, oder von anderen Items, die optionale Gegenstände in der Welt aufdecken. Dazu gehören sowohl Heilgegenstände als auch scheinbar sinnlose Objekte wie Murmeln, die ab einer gewissen Menge aber am Club der Red Crane Aristocrats für bestimmte Sachen eingelöst werden können. Manchmal lassen sich darüber sogar optionale Waffen freischalten, was ohne die Hilfe eines Guides jedoch in mühsamer Arbeit ausartet. Schließlich werden die Bereiche in jedem Kapitel neu mit Items gefüllt. Teilweise habe ich eine komplette Stunde damit verbracht, Brown sämtliche Räume absuchen zu lassen. Die Mechanik macht den Hund zu einem wichtigen, spielerischen Bestandteil und Punchline haben sogar darauf geachtet, dass Jennifer beim Laufen nicht an ihm festhängen kann. Selbst über seine Lebensenergie braucht ihr euch keine wirklichen Sorgen machen, da er spätestens am Ende eines Kampfes von selbst wieder aufsteht, sollte er vorher zu viel Schaden erlitten haben. Diese spielerische Einbindung stärkt spürbar die Beziehung zwischen Jennifer und ihrem Tier. Außerdem holt es das Maximale aus der kleinen Spielwelt und bleibt auf die gesamte Industrie bezogen ein innovativer Ansatz. Nur hätte man daraus sicherlich noch mehr machen können und der repetitive Ablauf der Objektsuche entwickelt sich nie wirklich weiter. Fast so, als hätten die Entwickler nicht genügend Zeit gehabt. Ob das bezogen auf Browns Mechaniken stimmt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Was jedoch von offizieller Seite bestätigt wurde, ist der fehlende Feinschliff des Kampfsystems. Und oh boy, spürt man das. Ich habe ja nichts gegen Kampfsysteme mit schwammigen Schlaganimationen oder ein paar nervigen Feinden in meinen Survival-Horror-Spielen, aber Rule of Rose schießt echt den Vogel ab und macht jedes Gefecht zu einem frustrierenden Albtraum, was hauptsächlich an den schlechten Hitboxen sowie der gammeligen Kollisionsabfrage liegt. Jennifer zeigt sich in ihrem Verhalten ängstlich und besitzt deswegen keine Kraft in ihren Schwüngen. Super! Jennifer verfehlt mehrere Treffer, weil sie ohne den kleinsten Hauch eines Lock-Ons entweder direkt am Feind vorbeischlägt oder ihn visuell eigentlich trifft, das Spiel aber spontan entscheidet, es wäre zu keinem Kontakt gekommen? Leck mich! Zunächst dachte ich, es würde an der Unverwundbarkeit der Gegner beim Aufstehen liegen, da auch Jennifer nicht attackiert werden kann, während sie sich gerade erholt. Doch selbst außerhalb dieser Animation fliegt das Messer oder Schlagrohr manchmal durch die Monster, als würde ich auf ein Hologramm einschlagen. Dazu kommt, dass viele Feinde sehr schnelle Attacken haben, das Spiel einen generell mit viel zu vielen Gegnern zumüllt und die Ficker auch noch einen teils gigantischen HP-Pool besitzen. Am schlimmsten sind eindeutig die Bosskämpfe. Gerade Hoffmann und die Meerjungfrau gelten nicht zu Unrecht als Blockaden für viele Spieler, da sie bei zu wenigen Heil-Items einen Sieg fast unmöglich machen und entweder das Laden eines früheren Saves oder gar den Neustart des Spiels verlangen. Zum Glück habe ich mich im Vorfeld darüber informiert und genügend Backware vom Boden genommen. Weniger frustrierend waren die Auseinandersetzungen dadurch allerdings nicht. Vor allem das Gefecht gegen die Wassernixe zog sich unendlich lange, da man zuerst
erst immer darauf warten muss, dass sie von der Decke fällt, wobei sie, je nach Positionierung, nicht einmal getroffen werden kann. Beziehungsweise manche Schläge einfach keine Wirkung zeigen. Wortwörtlich zum Kotzen. Beim Durchstöbern des Codes haben Fans sogar die Option für 3 Schwierigkeitsgrade gefunden, die nur leider nie in das fertige Produkt implementiert wurden. Es ist so unfassbar ärgerlich, da die Erfahrung mit einem Easy Mode viel angenehmer gewesen wäre. Immerhin lassen sich relativ einfach mehrere Bonuswaffen freischalten, die dann im New Game Plus genutzt werden dürfen. Stets in Verbindung mit dem passenden Kostüm, das manchmal sogar Browns Outfit ändert. Mein Highlight ist definitiv der Octopus-Anzug. Zieht ihr diesen an, verwandelt sich Brown in eine Krabbe, wobei das Spiel seine Animationen 1:1 übernimmt und für großartig dumme Freude sorgt. Ich würde eigentlich gerne noch über die Symbolik, Charaktere sowie generellen Inspirationen für die Handlung sprechen, aber das Video ist ohnehin schon lang genug und der YouTuber Ragnarox hat bereits all diese Dinge hervorragend in seinem Video zu Rule of Rose enthüllt. Stattdessen habe ich noch ein paar zusätzliche Gedanken in einem Behind the Scenes für Patreon aufgenommen, das ihr bereits ab $1 freischalten könnt. Und hey, es fehlen auch bloß noch 2 weitere Personen, die den Patreon mit einem beliebigen Betrag unterstützen, damit das nächste Ziel erreicht ist und ich eine ausführliche Kritik zu The Evil Within 2 verfasse. Sollte das der Fall sein, werde ich meinen gesamten Playthrough für das Video auf Twitch streamen. Dort habe ich bereits einen kompletten Durchgang vom ersten Teil gezeigt. Die Aufzeichnung dazu findet ihr auf meinem Zweitkanal Heilsenf. Zudem noch einmal der Hinweis, dass ich jeden Dienstag ab 20 Uhr auf twitch.tv/speckobst streame. Momentan sind wir mitten im Playthrough von Dead Space und es würde mich sehr freuen, wenn ihr bei einem der zukünftigen Termine vorbeischauen könntet. So, und weil es schon wieder etwas her ist und ich mich noch einmal besonders bedanken will, erwähne ich an dieser Stelle alle Top-Bäcker, deren Namen ihr gerade im Hintergrund vorbeiscrollen seht. Abracadabra, Avon, Atomic Boy, Boris Bügling, Christian, Cybernetic Frozone, Darth Vile, David, in Klammern Mr. Cloud, Dominik Fleischhauer, Donathan Styles, aka Don Stylo, Alistair Knight, Ghostfire, Gregory, Jigglypuff, Julian Selke, Miel, Patron, Philipp Titko, Poodle of Love, Raun, Targray und Yannick Brouard. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und auch an alle anderen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.